Startzeit zu einem weiteren Rezept in unserem Süßkartoffelmonat. Bei diesem Video habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal Pancakes. Ich glaube, Pancakes mag eigentlich jeder. Und diese hier sind vegan, sie sind in Süßkartoffeln und sonst relativ wenig Zutaten gemacht und sie schmecken richtig, richtig gut. Wir beginnen jetzt natürlich erstmal mit den Zutaten. Süßkartoffelrezept verlangt natürlich eine Süßkartoffel. Die habe ich hier jetzt vorne ab schon mal gekocht, denn ihr habt ja schon in den letzten Videos gesehen, wie das funktioniert. Ich habe die hier klein geschnitten und dann eben 10 Minuten in den Kochtopf geworfen, dass sie so weit durch ist, dass selbst ein Handrührgerät sie erfassen könnte. Außerdem braucht ihr dann noch etwas Dinkelmehl. Ihr könnt natürlich auch Instant Oats nehmen, etwas Hafermilch, die ihr mit kohlensäurehaltigem Wasser streckt, den Kokosblütenzucker von Fit Meals, den ihr auch hier wieder in der Beschreibung findet, und mit dem Code VICTOR10 bekommt ihr dann auch nochmal 10% auf eure Bestellung. Und ja, etwas Kokosöl, etwas Backpulver, Bourbon-Vanille und Himalaya-Salz. Dann könnt ihr eure Pancakes noch ein bisschen mit Äpfeln oder Beeren, in meinem Fall Blaubeeren, einem Apfel und den getrockneten Himbeeren der Koro Drogerie, die ich persönlich extremst lecker finde. Also das ist, glaube ich, wirklich eines der besten Trockenfrüchteprodukte, die ich jemals gegessen habe. Und ich tue es einfach überall rein. So, und dann nehmen wir einfach alle Zutaten. Ihr könnt die natürlich in eine Schüssel geben. Ich gebe die einfach in meinen Thermomix rein und verquirlen die miteinander. Der Teig sollte einfach schön glatt sein, sodass ihr ihn einfach in die Pfanne schütten könnt, die ihr davor mit etwas Kokosöl befettet. Allerdings muss es gar nicht mal sein, dass ihr diese befettet, denn das Kokosöl in den Pfannkuchen lässt die eigentlich echt einfach ausbacken. Ich habe es auch schon ohne Öl gemacht, also probiert einfach mal ein bisschen rum. Wenn ihr jetzt kleinere Pancakes macht, dann kommt ihr auf so 12 bis 15 Stück. Ich persönlich finde die aber nicht so geil, da einfach wenig Biss dahinter ist. Ich mache sie lieber etwas dicker, schneide mir meinen Apfel in Scheiben und tue den Apfel in die Mitte, ein paar Beeren drumherum und gebe dem Ganzen dadurch dann auch nochmal so was Kleines Spezielles. Wenn ihr dann alle Pancakes ausgebacken habt, dann könnt ihr sie natürlich lecker servieren, könnt sie genießen und vielleicht mit euren Freunden teilen, wie auch diesen Channel hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auch wieder einen Daumen hoch da lassen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu einem weiteren Süßkartoffelrezept, bevor es dann in den März geht, in dem es dann noch einige andere Rezepte für euch geben soll. Also, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.